Hello and welcome to another episode of Lights of Us Rising Music. An diesem Donnerstag, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um mit mir das nächste Video euch anzugucken. Ja? Ja, letzte Woche war ja, hatte ich ja in meinem CD-Regal gepoolt, alte Sachen rausgekramt, die schon ewig in meinem Player waren. Und ja, das hat so Spaß gemacht, alte Sachen mal wieder zu hören. Ja, da stand dort was gerade neu da gekauft und auf dem Teller hin die Carrie King zum 100. Mal gehört. Also, nee, alte Sachen rausgekramt, die schon ewig wirklich nicht mehr drin waren. Und von allem ein bisschen was, das habe ich dann wieder gemacht jetzt, von allem ein bisschen was und unterschiedliche Genres. Ja, alles ist hart irgendwie, aber auch unterschiedlich, man kennt das ja. Und ja. Und da wollte ich mit euch jetzt wieder da reinstarten. Das sind 5 CDs, die ich mir angehört habe. Und ja, eine dabei, die hat gut gealtert. So halbwegs gut. Ja, aber sonst ist alles eigentlich immer noch sehr gut hörbar. Das eine ist halt ein Klassiker dabei. Den hatte ich aber halt auch schon lange dann mal im Player. Ja, da legen wir einfach mal los. Ne? Die erste Platte, die ich mir angehört habe die Tage, ist ein Konzeptalbum. Das dritte Album mit diesem neuen Sänger von dieser Band damals. Und das Konzept ging über den Krieg damals in Jugoslawien. Und die Rede ist von Sabotage. Dead Winter Dead. Mit Zach Stevens am Gesang. John Oliva hat da nur noch im Hintergrund fungiert, hat ein bisschen Keyboards gespielt und so. Ich glaube, Backing Vocals hat er noch mit eingesungen. Ja, weil das ist da irgendwie. Keine Ahnung, warum der damals war. So viel bin ich ja nicht in der Materie drin, warum der damals als Sänger eigentlich weg ist. Das war, glaube ich, zu anstrengend oder irgendwas. Jedenfalls das erste Album hier mit Zach Stevens, die Age of Thorns. Das ist ja ein mega geiles Opus. Also das ist die geilste von Sabotage, finde ich, meiner Meinung nach, die Age of Thorns. Aber hier die, ein Konzeptalbum, sehr düster, sehr ruhig getragene Songs auch so. Und halt auch viel mit Hoffnung dann zum Schluss. Wir sind mal Overture, Sarajevo, On the Time, Dead Winter Dead, das Lied an sich, Mozart Madness, Not What You See, One Child. Ja, ein sehr geiles Album zum Zuhören, nicht einfach für nebenbei, sondern es ist ein Album zum Zuhören. Und ja, die ist wirklich noch gut gealtert. Sabotage sind generell, ich finde die, Booklet rausgefallen. Ah, leid. Da sind die Jungs hinten drauf und ja, ich finde Sabotage immer noch geil, aber die letzte, wo ich habe, ist, glaube ich, The Wake of Magellan. Danach kam ja nochmal eins raus. Die letzte da mit diesem komischen Haus, mit diesem Gittertor da, die habe ich gar nicht. Und schade war Sabotage. Habe ich sogar einmal live gesehen, wie das Dynamo Open Air. Und es war 97, glaube ich, war es. 97er Dynamo und das war Changes gespielt von der Handful of Rain und so und richtig auch cooler Auftritt. Ja. Das zweite Album ist quasi ein Klassiker auch, ja, von unseren 79, habe ich nicht alles täuscht, und ist aber so ein Mittelding zwischen zwei anderen Klassikern und die geht da ein bisschen unter immer, finde ich. Und die geht unter zwischen der Overkill und der Ace of Spades. Und wir reden hier von der Bomber. Die Bomber von Motorhead. Hier in dieser Remastered-Serie von, was weiß ich, Anfang der 2000er, glaube ich, kamen die raus. Und da sind drei Bonus-Songs. Ja, hier sind so Klassiker wie Dead Man, Tell No Tales, Lawman, Stone Dead Forever. Ja, das ist ein saugeiles Lied. Step Down, Talking Ted, Bomber natürlich, Talking Head, ja. So Dead Forever ist das bekannteste und Dead Man Tell No Tales und Bomber halt. Aber ich finde die auch mega, ich finde die gut. Motorhead hat kein schlechtes Album gemacht. Und ich habe die besitzt, die leider nicht auf Platte, weil das wäre auch mal geil, die alten Motorhead alle auf Platte zu besitzen. Die Overkill habe ich. Ace of Spades leider auch nicht, habe ich auch nur auf CD. Und aber hier, die Motorhead Bomber. Ja, das ist halt, was soll man sagen, Klassiker, kann man nichts anderes dazu sagen. Die fetzt halt, Motorhead fetzt immer. Und könnte nichts verkehrt machen, Motorhead am Donnerstag morgen. Ne? So, jetzt muss ich erstmal einen Schluck Kaffee trinken.
Ich noch nicht so lange wach. Bernd, das Brot ist wieder am Start. Hallo, guten Morgen. Bernd, das Brot ist immer für mich da, wenn es darum geht, wach zu werden. So, das dritte Album. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist ein Solo-Album von einem bekannten Musiker aus einer bekannten Band. Und es ist das erste Solo-Album gewesen damals von dem Bassisten von Black Sabbath. Und zwar von Geezer Butler. Und das Album ist GZR oder Geezer gesprochen. Geezer. Und mit am Gesang Burton C. Bell von Fear Factory, der damals en vogue war. Die Platte kam 95 raus oder so. So war es 95, 96, doch 95, dahin steht es drauf. Und was soll ich sagen? Das Album, ja, da haben sie auf Groove Metal ein bisschen so gemacht, was halt so in war, so ein bisschen auf den Pantera-Zug aufzuspringen. Und mit Bird am Gesang. Und wenn ich da Gesang sage, da muss ich immer ein bisschen lachen, da rollen sich mir die Zehennägel hoch, weil der Typ kann nicht singen, ganz einfach nicht. Der war ein Mitverantwortlicher für den Trend Wechselgesang zwischen Shouting und klarem Gesang. Und so war einer der ersten, keine Frage. Bei Fear Factory hat er das eingeführt, bei Scapegoat gab es Scum Creep und so Zeugs. Das war alles sensationell, das hat vorher keiner gemacht. Bloß auf Platte klingt das ja gut, aber live kann er das nicht umsetzen, weil da ist die Stimme brüchig, wenn er shoutet und dann klar singen will. Das ist ja wie eine Gießkanne, hört er sich an. Und da drauf, ja, die Shouting-Parts sind ganz gut und halt, und die groovt auch ein bisschen Drive-By-Shooting, Drive-By-Shooting heißt das Lied, ja. Und ja, Giving Up the Ghost, da versucht er zu singen, das ist halt schon wieder nicht so gut. Und das Beste kommt zum Schluss, die Nummer 11, Circle of 60s. Das ist so eine komische Halbballade, da irgendwas ganz ruhig. Das ist ja, oh, das ist ein Fremdschämen, wie der da singt. Und ja, aber ich habe mir das damals zugelegt, weil halt Fear Factory geil fand. Black Sabbath finde ich geil. Und ja, wir können es euch nochmal anhören. Vielleicht habt ihr ein anderes Bild davon. Da gab es, glaube ich, noch ein zweites Album. Ich weiß aber nicht, ob da noch der Burton C. Bell am Gesang dabei war. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe nur dieses eine Album von Geezer Butler. Die habe ich jetzt nicht in der, habe ich jetzt die Woche nicht gehört. Muss ich aber auch mal wieder reinhören. Gibt es noch von Tony Iommi, gibt es auch ein Soloalbum. Das heißt einfach nur I, so silbern. Da hat er bei jedem Song hat er einen Gastsänger dabei. Pete Steele von Type Negative, Phil Anselmo von Pantera ist dabei, der Ian Astbury von The Cult, das Album ist richtig geil, das macht richtig Laune, immer noch gut, müssen wir auch wieder reinziehen. Ja, aber hier GZR von Geezer Butler, eigentlich Terry Butler, wie er eigentlich richtig heißt. Ja, können Sie sich mal reinziehen und das Cover davon, was ist denn das? Das ist die Erdkugel in den Augen der Fliege, ganz nah. Also das, ja, das ist. Kann man haben, muss man aber nicht. Dann habe ich, ja, jetzt kommt eine ganz andere Musikgenre, bisschen und ein bisschen härter, von einer Band aus Kassel. Manche Zuseher werden jetzt wissen, was jetzt kommt. Und zwar das Live-Album dieser Band. Und ich mache es kurz: Das sind die Rikers aus Kassel, From the Cradle to the Grave. Das Live-Album der Hardcore-Band aus Kassel. Oben den Sänger Kid D und Chris Luft am Bass, der Grobi an der Gitarre und der Meth an den Drums. Ja, was bei Hardcore-Bands finde ich, naja, immer suboptimal, die Live-Alben, weil du kannst diese Power, diese rohe Power von einem Hardcore-Konzert, kannst du nicht auf Platte reproduzieren. Auch wenn das Konzert, wo aufgenommen wurde, geil ist und geil war. Aber hier ist es eigentlich ganz okay. Das kann man sich anhören und so. Und ja, da gibt es ein Album von Biohazard, das No Holds Barred. Ja, es ist okay. Aber ich finde es nicht so live. Oder von der Agnostic Front, die Live-Alben. Naja, ja, oder. Ich höre, es geht ja lieber aufs Konzert und hab das Feeling selbst. Und diese rohe Power, die da vorne entsteht, wenn du vorne drin stehst und es geht jetzt voll zur Sache. Was ja manche Leute nicht verstehen können. Dass man sich da so bewegt, dass es abgeht, dass es mal moscht, gell? You know who you are. Ich rede jetzt von jedem ganz besonderen. Grüße. Ja, es ist halt mal so, wenn du da vorne drin bist, das ist die rohe Power, Pogo und was weiß ich, das hast du auf dem Konzert halt leibhaftig. Aber hier, From the Cradle to the Grave,
Das Album von 2000, zwei CDs. Auf der zweiten CD ist noch ein paar, wenn ihr es lesen könnt, noch eine zweite CD dabei. Da seht ihr noch ein paar Neueinspielungen, also ein paar unveröffentlichte Songs drauf und ein paar Cover-Songs, unter anderem von AC/DC, Dirty Deeds, von Accept London Leather Boys, von The Cro-Mags Don't Tread on Me. Come on, let's go. Weiß ich nicht, von wem das ist. Das singt der Klaus Grabke von Thump, singt er. Und Attitude ist von The Bad Brains, haben sie gecovert. Und ja, der Rest ist Original Rikers Zeugs. Aber was haben wir hier? Das alles drauf. Witching Hour, die Coverversion von, es ist ein Konzert dabei, die Witching Hour von Venom. Dann halt Brother Gets Brother, Back to Differ, Low Life, End of the Line. To whom I may concern, ja, Intro und First Blood und so, das macht schon Laune, das macht schon, ist schon geil, ja, muss man schon sagen. Und, aber ja, wie gesagt, ja, die anderen Hardcore-Live-Alben von Sick of a Door gibt's ja zwei, und das ist nett, ja, oder die Agnostic Front, die Live in CBGBs, die zweite, also die letzte, da ist, muss man sich das Video, gibt's auch eine DVD dazu, da muss man sich das Video angucken, da macht das Sinn, na, auf CD, ja, eher nicht so gut, also weil mir halt die Power fehlt, irgendwie das live zu erleben. Das kann ich halt schlecht reproduzieren. Ein Live-Album jetzt von Judas Priest, das hört sich halt auf Platte halt, da weiß ich, das klingt halt geil und hin und her von den Instrumenten und so. Und ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, das ist anders da bei so großen Bands, die dann ein Live-Album rausbringen. Aber bei so Hardcore, ob da es ja um die Essenz geht, dass ich hier im Moshpit bin und alles rauslasse und ja, und die Leute, ihr Leute, die ihr Hardcore kennt, ihr wisst, was ich meine, denke ich mal. Ja, aber hier trotz allem hast du die mal wieder reinlegen müssen, from the cradle to the grave. Ja, jetzt gibt es ja wieder, der Kitty ist ja wieder dabei, war kurze Zeit, erste Album nach der Reunion wieder dabei. Dann ist der Backfire-Mensch an der Gesang, so wie heißt der, Dennis Backfire. Hat dann gesungen, das eine Album, als es Kid D wieder zurückgekommen. Ich habe da gar keinen Plan mehr, wie das da so abgeht. Ja, das waren die Rikers. Wer es noch nicht kennt, auschecken unbedingt. Geile Hardcore-Band. Dann, das letzte Album. Ja, Hardcore. Ja, auch Hardcore würde ich es auch benennen, aber LA Hardcore. Und da wird auch ein bisschen gerappt. Und die Rede ist nicht von Terror. Nein, die Rede ist von Downset, das zweite Album. Do we speak a dead language? Sprechen wir eine tote Sprache? Steht auch irgendwo da auf dem Zettel. Da steht es in mehreren Sprachen drauf. Da steht es auch dabei. Und ich muss sagen, das ist das zweite Album von Downset. Das erste war, dass wir den Überhits Anger, Hostility Towards the Opposition und Rape Ritual und so das ganze Zeugs, was damals in den Metal-Discos immer lief und so. Und das zweite Album ist ein bisschen erwachsener, finde ich. Und das hat mir immer ein bisschen besser gefallen. Und Empower, das ist so geil, dass die Sprache am Anfang drauf, also so die Rede von Martin Luther King. I have a dream. I have a dream of all, bla 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 bla. Das ganze Ding. Dann geht es über, und auch die Texte sind alle ein bisschen gegen Rassismus, gegen diese, ja, eher politisch angehaucht, sozialkritisch, ne, was da abgeht auf den Straßen, was die Politiker nicht sehen, was an den Straßen von LA abgeht, oder auf den Straßen von Amerika allgemein. Ja, halt Empower drauf, Eyes Wide Shut. Keep on breathing. Was ich geil fand, Sangre de mis manos, ein richtig geiler Punk-Hardcore-Song, wo er nach vorne geht. Da wird nicht gerappt, aber halt auf Spanisch gesungen. Und Permanent Removing, so geiles. Ja, das fängt so so ganz ruhig an. Und ja, Ballade kann man das da nicht nennen, aber das ist halt ein geiles Stück Musik. Ich finde, die Downsets, das zweite Album, Do We Speak a Dead Language. Die finde ich richtig gut und richtig klasse. Ja, danach habe ich von Downset, gibt es noch ein paar Alben, aber danach habe ich sie nicht mehr verfolgt, wie es bei vielen Sachen so ist. Da war damals halt der Hype um solche Sachen, Bands, dann halt irgendwie rum, da kamen andere Sachen, habe ich ja schon mal erwähnt, wo dann wichtiger waren. Und das wahrscheinlich liegt dann auch an der Qualität der Musik an sich. Ah, nee, war jetzt blöd gesagt. Nicht an der Qualität, aber sondern an dem, ob es mich berührt oder nicht in dem Moment. Das war halt, waren dann andere Sachen halt wichtiger. Ja, nochmal ein Schluck aus dem Bernd. Hallo, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja.
Freunde, was soll ich sagen? Das war's mal wieder. Die Folge 2 meiner Lange nicht mehr gehört aus den Tiefen meiner Plattensammlung. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und ja, und wie ich schon gesagt habe, wie ich Bock und Lust und Laune habe, werde ich ja öfter solche Teile machen. Und vielleicht kommt auch mal wieder ein anderes Thema. Das weiß ich aber jetzt noch nicht. Das mache ich ja alles immer, alles spontan. Und so soll es auch sein. Ich will da nicht viel Schnickschnack machen. Und einfach just for fun, was ich so an Musik höre und machen tue. In diesem Sinne, der kleine Freitag, genießt ihn noch. Morgen ist der richtige Freitag. Wünsche euch schon mal jetzt ein schönes Wochenende. Hoffe viel Sonne. Und geht raus, rockt, geht auf Konzerte, Plattenläden und, was ich immer so zum Schluss sage, keep on rocking. Am anderen Ende war der Leitziffer, der gefallene Bengel. Yeah. Bis dann. Ciao.